Morgen ist halb 10 in Deutschland. Die hat gestern Abend schön ihren Dienst getan. Und jetzt geht's wieder ab im Garten. Ja, zum Glück. Das Fahrrad geht immer noch. Halt so mit den Sachen, die man selbst bastelt. Hier dackelt der Industrie-Re-EMF. Da hat gerade wieder eine Alaun-Batterie rangehangen. Hier das ist eine 100 Ampere-Stunden normale Bleisäure-Batterie, die ich noch nicht umgerüstet habe. Da das hier alles, ihr seht, alles ordentlich zugemacht worden ist, dass man es nochmal aufmachen kann. Jedenfalls, die habe ich vor 12 Stunden rangehangen. Und hier im Mittel zeigt es immer 2 Ampere an. Und jetzt, wo ich wieder hier gewesen bin, ist sie bei 15,9 Volt gewesen. Tja, also schon hart an der Grenze zum Überladen. Bin mal gespannt, ob die Ampere wirklich drin sind. Ansonsten muss ich die hier auch noch umrüsten auf Alaun. Aber für Alaun-Batterie geht es einwandfrei. Hier die jetzt ein halbes Jahr am Stück geladen, entladen, geladen, entladen. Und die Zeiten ändern sich nicht beim Laden und beim Entladen. Ist ja dann ein Zeichen dafür, dass die Kapazität gleich bleibt. Das wird dann wohl, ja, die werde ich dann wohl umrüsten müssen. Ich habe noch genauso eine, die nur viel, viel älter ist. Die habe ich vom Schrott und die habe ich zur gleichen Zeit ans Ladegerät angehangen. Ja, die ist viel schneller bei 15,9 Volt gewesen. Die andere ist erst bei 14,4 Volt, nimmt also noch Ladung auf. Für mich ein sicheres Zeichen dafür, dass die jetzt so langsam in den Arsch geht hier. Ich meine, nach 10 Stunden mit, okay, im Mittel 2 Ampere, vielleicht sind noch 5 Ampere reingegangen, aber trotzdem kommen wir da bei weitem nicht an die 100 Ampere Stunden ran. Hallo Fans, Herbstvideo. Immer wenn du denkst, du sterbst, ist Herbst. Jetzt auch mal wieder. Und da das die letzten 2 Jahre auch immer ganz gut geklappt hat, habe ich mir gedacht, machen wir das jetzt jedes Jahr so, dass einmal im Oktober sozusagen die Spendenaktion aufgerufen wird. Ganz durch die Einnahmen von YouTube lässt sich das hier noch nicht so finanzieren, wie ich mir das dachte, aber so ist mir das vielleicht auch ganz lieber. Tun wir uns mal wieder an die Natur halten und da ist ja bekanntlich im Herbst die Erntezeit. Wollen wir auch gleich mal einen kleinen Jahresrückblick machen. Dieses im Dezember, Januar Silvester feiern ist zwar ganz nett, aber ich habe mich in den letzten Wochen, Monaten etwas mit dem Mondkalender beschäftigt. Und nach dem Mondkalender, den Johann Kössner veröffentlicht hat, also den seine Schriften habe ich mir mal durchgelesen, hier unten ist dann verlinkt, also der hat wirklich sehr viel interessantes Zeug, auch kostenlos will ich nicht sagen, er macht es mit Energieausgleich jedenfalls. Man kommt kostenlos an die ganzen Infos ran und wenn man dann was geben möchte, kann man das tun. Finde ich viel besser, wie da irgend so ein, jetzt musst du so und so viel bezahlen dafür, Ding. Mich hat es echt fasziniert und ich möchte es dieses Jahr mal ausprobieren. Und nach dem Kalender ist es ja so, dass man 13 Abschnitte im Jahr hat, ne? Wie 13 Mondphasen im Jahr. Das Jahr normal hat auch 13 Abschnitte, 28 Tage, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und da ist es so, dass im Juli, ja, 23., 24. Juli, glaube ich, das Jahr zu Ende ist. Ja, und dann ist so im Juli, August so eine Art Fernsehzeitschrift gibt, wo man dann einen ganzen Überblick über das bekommt, was im Jahr drauf passieren kann und in den Folgemonaten dann September, Oktober wird es dann detailliert. Ne? Sucht man sich praktisch die Programme raus, die man wirklich sehen will und ignoriert die, die man nicht sehen will. Um euch mal einen kleinen Überblick darüber zu geben, was letztes Jahr so um die Zeit rum passiert ist, ne? dass ihr wisst, falls ihr dann den Segelohrenbob-Kanal unterstützen möchtet, was ihr dann bekommen könntet. Letztes Jahr um die Zeit
Hat zwar ja so nichts unbedingt mit mir zu tun, aber da hat der Action for Free angefangen mit der AA-Challenge. Da ging es darum, wie lange man mit einer AA-Batterie eine LED mit halbweser Helligkeit leuchten lassen kann. Und ja, was soll ich sagen? Die Challenge ist noch nicht vorbei, das Jahr ist rum. Die Dinger leuchten immer noch, einige davon. Read Step Up war auch vor einem Jahr gewesen, wie man so eine kleine Taschenlampe mit einem Read Step Up betreiben kann. Eine E-Bike-Akku-Reparaturanleitung habt ihr bekommen letztes Jahr. Wie man Teelichtöfen etwas pimpen kann. Und dank dem Steffen aus Köln und natürlich dem Action for Free, der mir den RMF-Charger schon aufgebaut mitgegeben hat, haben wir es zu verdanken, dass jetzt die RMF-Charger-Technik hier auch komplett durchgeschlagen ist. Der ultimative Bedini-Motor-Test ist im Januar passiert und dann bin ich mit Markus zusammen nach Köln gefahren und haben uns mal den Kölner Dom angeschaut. Markus hat im Folgejahr dann leider einen Schlaganfall bekommen. Ihm war es schon in dem Kölner Dom richtig heiß und kalt geworden, hat er gemeint. Aber seitdem wissen wir, dass eine Reanimation 342,69 € kostet. Nur mal so nebenbei, wenn man keine Krankenversicherung hat. Dass wir nach Köln gekommen sind, haben wir ja auch euch zu verdanken. Erst durch die letzte Spendenaktion im Oktober letzten Jahres war es ja dann möglich, mal für ein Jahr lang wieder Auto zu fahren. So ein kleiner Fiesta, den ich für ein Appel und ein Ei bekommen habe sozusagen. Aber die laufenden Kosten sind halt das, was so ein Auto richtig teuer macht. Ein Jahr hat es funktioniert. Ein paar Mal bin ich bis nach Köln gekommen und auch an andere Orte. Das hat sein Geld jedenfalls verdient gehabt, das Teil. Ja, damit konnte ich dann auch die Alaun-Batterien im Auto ausprobieren bei Minustemperaturen und richtig große RE-EMF-Ladegeräte und Bauanleitungen dazu sind auch veröffentlicht worden. Dann ist die Hans im Glück Wickeltechnik mal richtig unter die Lupe genommen worden und dann gab es wieder noch detailliertere RE-EMF-Charger-Bauanleitungen mit Ladeabschaltung und allem Pipapu, was dazugehört. Dann war es April gewesen und vor lauter RMF-Basteln habe ich die Stromrechnungen nicht beachtet. Mir ist der Strom dann zu Hause abgeschalten worden. Aber dadurch konnte ich dann mal einen ganzen Sommer lang in der Gartenlaube verbringen und im Garten mit Solaranlage und den ganzen Alaun-Batterien die RMF-Charger-Technik mal richtig auf Herz und Nieren im Langzeittest austesten. Es dauerte dann gar nicht lange, da hat sich dann auch der richtige Erfinder des RMF-Chargers, der René Reinders aus den Niederlanden, gemeldet und hat mir noch ein paar fehlende Infos dazu gegeben, wie das dann im Endeffekt dazu kommt, dass die Batterien so gut funktionieren und bei welchen Batterien es gut funktioniert und bei welchen man es nur zur Not anwenden sollte. Ja, dann ist die Weltbildfrage wieder mal etwas auf den Kopf gestellt worden. Und im Mai, Juni dann ist das praktische Tun so langsam ausgeklungen mit einer richtigen Solaranlage fürs E-Bike und Alaun-Akkus. Sowohl die Anleitung, wie ich momentan die Alaun-Batterien herstelle. Bis dann der größte Fisch aus dem Teich von der Schlange rausgezogen worden ist. Ende Juni habe ich dann mal meine Version der Weltbildfrage hochgeladen. War dann eines der Videos gewesen, wo es nur 2 Wochen gedauert hat. Da war es dann weltweit gesperrt gewesen. Hier ist dann nochmal der Kurzlink dazu, das Ach herrje. Da bin ich mir immer noch nicht so richtig sicher. Ich warte immer noch auf meine Leser, damit ich mal so ein richtig schönes, großes Gewässer ausmessen kann. Aber das werden wir dann nächstes Jahr sehen. Ja, und gegen Ende des Jahres ist dem Markus dann wieder was Komisches passiert. Der soll während des laufenden Betriebs in der Spielhalle mit einem riesengroßen Bohrer die Spielautomaten angebohrt haben. Das ist auch noch nicht raus, da sind wir auch mal gespannt, wie das dann noch weitergehen wird. Und ja, dass das Jobcenter, wenn man da mit dem Jobcenter zusammengebandelt ist, dass es da ab und zu Überraschungen gibt, ist ja auch nichts Neues. Aber hat jetzt nichts unbedingt so mit befreiter Energie zu tun. Vielleicht eher mit, ja, geblockter Energie.
Die Superkondensatoren sind auch endlich angefangen worden. Das wird auch noch so was Großes werden für demnächst. Da laufen die Vorbereitungen hier auch schon, dass was richtig Brauchbares dabei rauskommt. Aber hier die ganzen Links, damit ihr selber einsteigen könnt, ist in dem Superkondensatoren-Selbstbauen-Video zu finden. Ja, ihr seht, die Weltbildfrage hat mich dann auch nicht mehr so richtig losgelassen. Da kann man wirklich ewig drüber diskutieren. Aber zum Glück rief Köln dann wieder, sodass ich mich wieder auf die eigentliche befreite Energietechnik konzentrieren konnte und mal ausprobieren konnte, wie das ist, wenn man live den Leuten versucht, da gewisse Sachen näher zu bringen. Die restlichen Videos habt ihr ja mitbekommen. Abgeschlossen wurde es mit meinen Erfahrungen übers Bernsteinzimmer in Anführungszeichen zu den Vorträgen von Dietmar B. Reimann über den Poppenwald in Aue-Schwarzenberg. Und da stehen wir nun. Das Jahr ist rum. Es sieht wieder mal so aus, als ob es sich die nächsten Tage entscheidet, ob es noch ein Jahr weitergeht oder nicht. Wie gesagt, mit dem Jobcenter, da wird man ganz schön getestet auf Herz und Nieren. Seit November letzten Jahres erwarte ich die Zahlungen für mein Gas und streite mich jetzt immer noch rum. Mir wird immer wieder gesagt, es läuft, es funktioniert. Sie verstehen auch nicht, warum das so lange in der Bearbeitung dauert. Jetzt habe ich als Termin den 25. Oktober gesetzt bekommen. Von meinem Vermieter habe ich den Termin 1. November gesetzt bekommen, wenn bis dahin ja, die Heizung hier nicht läuft, wird sie abgelassen, damit sie im Winter nicht einfriert. Ja, bin gespannt. Bis dahin gibt es noch ein bisschen Herzklopfen, aber das sollte eigentlich nicht euer Problem sein, weil die Gelder sind, was heißt, stehen mir zu, ne? Ich habe freiwillig den Vertrag da unterschrieben und bin halt davon ausgegangen, dass, wenn das in 99% der Fälle funktioniert, dass das bei mir auch funktioniert. Aber wer sich ja damit besonderen Themen beschäftigt, ach, die werden wahrscheinlich immer etwas besonders getestet. Also stellt euch mal drauf ein, falls ihr auch mit solchen Sachen hier beginnen wollt, dass ihr dann von der Gesellschaft auch richtig getestet werdet. Gut, genug gejammert. Ich sag mal bis später und ja, würde mich dann auf Feedback freuen. Ach, heute weiter.